Mein Name ist Volker Kauder. Ich war 30 Jahre Mitglied im Deutschen Bundestag. Bevor ich in den Bundestag kam, war ich 10 Jahre stellvertretender Landrat im Landkreis Tuttlingen, sodass ich den Landkreis Tuttlingen sehr gut kenne. Und jetzt bin ich im Ruhestand. Ich bin aufgewachsen im Nachbarlandkreis Konstanz in Singen am Hohen Wiehl, wo ich auch mein Abitur gemacht habe. Dann war ich in Immendingen im Landkreis Tuttlingen bei der Bundeswehr. Und nach dem Studium kam ich dann 1980 in den Landkreis Tuttlingen. Der Landkreis Tuttlingen hat eine ausgezeichnete geografische Lage. Er liegt zwischen der Großstadt Stuttgart und dem Bodensee der nahen Schweiz und Österreich. Der Landkreis Tuttlingen hat eine ausgesprochen attraktive Landschaft, manchmal etwas herb, aber eine sehr natürliche Landschaft. Und der Landkreis Tuttlingen ist ein wirtschaftlich starker Landkreis, geprägt vom Mittelstand. Und die Menschen, die hier im Landkreis Tuttlingen leben, vor allem die junge Generation, haben alle beruflichen Chancen. Zunächst einmal ist für die Menschen wichtig, dass sie einen Arbeitsplatz und ein materielles Auskommen haben. Das ist im Landkreis Tuttlingen auf jeden Fall gesichert. Und das Zweite, dass man sich wohlfühlt. Wir sind im Landkreis Tuttlingen ländlicher Raum und trotzdem nahe an großen Städten, sodass man hier bei uns tatsächlich ein gutes Leben führen kann. Wir haben Bildungseinrichtungen, die Grundschulen wie Gymnasien, kaufmännische Gymnasien, technischen. Wir haben eine Hochschule, vor allem für den Bereich der angewandten Wirtschaft. Und wir haben die Nähe zu anderen Einrichtungen, Universitäten wie in Tübingen oder Freiburg oder Konstanz. Also wir liegen einfach wirklich günstig und haben alle die Dinge, die man braucht zum Leben. Also zunächst einmal ist mit der besonderen und abwechslungsreichen, attraktiven Landschaft der Landkreis Tuttlingen etwas für Menschen, die gerne wandern, die mit die Natur erleben wollen. Da gibt es im Landkreis Tuttlingen unglaublich schöne Dinge. Wir haben im Landkreis Tuttlingen ein bäuerliches Freilichtmuseum, wo wir einen Blick zurück in unsere Geschichte werfen können. Wie war das Leben früher? Ein junger Schüler hat einmal in das Besucherbuch geschrieben: Gott sei Dank bin ich heute geboren und nicht früher. Da kann man sehen, wie schwer das Leben früher war, gerade im Bereich der Hausarbeit, aber auch der Landwirtschaft, und was sich alles verbessert hat. Wir haben in Drossingen eine exzellente Musikszene, dort auch eine Musikhochschule mit ganz herausragenden Studienmöglichkeiten, große Orchestermitglieder in Berlin kommen von der Musikhochschule in Drossingen. Also wir haben in unserer Region auch kleinere örtliche Theater, die wir sehr schätzen. Natürlich haben wir jetzt keine große Orchesterbühne, wir haben keine Opernbühne, aber das haben wir alles in unmittelbarer Nähe, wo man das auch besuchen kann. Wir sind gerade dabei, im Landkreis Tuttlingen das digitale Netz auszubauen, sodass also auch die digitale Vernetzung und der digitale Zugang
zu Veranstaltungen möglich ist. Was immer ein Thema ist, über das man reden muss, das habe ich in meiner Zeit als Mitarbeiter im Landratsamt Tuttlingen auch schon gemacht, ist immer das Thema der Mobilität und der Nahverkehr. Wir können gerade im ländlichen Raum aber den Nahverkehr unter Kostengesichtspunkten nicht so organisieren, dass er allen Menschen und ihren Bedürfnissen gerecht wird. Und deswegen bleibt es dabei, wir brauchen im ländlichen Raum das Auto für unsere Mobilität, um Arbeitsplätze zu erreichen, aber auch kulturelle Veranstaltungen.